sie wieder, die Quizshow, bei der Hochkultur und Popkultur aufeinanderprallen. Hallo, servus, grüezi miteinander, willkommen bei unserer Show. Wie ich sehe, sind wir beide ganz allein, das ist doch schön. Dann wollen wir mal loslegen. Die Frage 1. Yeah. Die aktuelle Kategorie, nicht die Straßen von San Francisco. 2000 Mark ist unser Angebot für die richtige Antwort. Sagen wir, Sie machen mit Ihrem Freund Al Capone einen ausgedehnten Kneipenbummel in Chicago. Plötzlich werden Sie von maskierten Männern überfallen und mit Chloroform betäubt. Nach nicht enden wollender Dunkelheit wachen Sie unversehrt wieder auf. Sie orientieren sich. Sie stehen am Broadway. Rechts geht es zum Times Square, links zum Leuchtturm, geradeaus zum Strand und zurück ins Kino. Wo sind Sie? Auf Jersey, in Denver, in New York oder auf Alcatraz? Ach du Schreck. Und das wäre die richtige Antwort gewesen. Auf Alcatraz. Und wer einen Mafioso als Freund hat, gehört da eigentlich auch hin. Welche Kategorie darf sein? Diese Kategorie trägt den Namen Hunde machen es auch in China. Okay, allzu schwer wird's nicht. 1000 Mark gibt's für die richtige Antwort. Also dann, los geht's. Wenn Sie Ihren Hund in Hamburg Gassi führen, macht er Wau-Wau. In Kiew macht er Gaff-Gaff und in New York Bau-Wau. Wie tönt er in Peking? Wan-Tan, Wang-Chung, Bung-Bung oder Tai-Chi? Nein, das sind die Klößchen, die die Chinesen aus toten Hunden machen. Und die richtige Antwort lautet... Wung, wung. Nix, Fass. Wung, 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 wung. Welche Kategorie darf's denn sein? Oh, bei die Frage Nummer 3. Die Kategorie ist diesmal Tom Cruise und antike Sexualpraktiken. Und für die richtige Antwort winken 2000 Merker. Angenommen, Sie haben bei einem Preisausschreiben einen Abend mit Tom Cruise gewonnen und wollen nun nichts unversucht lassen, ihn sich bei dieser Gelegenheit zu angeln. Wenn Sie dazu die Methode anwenden wollen, mit der Kleopatra damals Julius Caesar verführt hat, was sollten Sie dann tun? Sich ganz mit Schokolade überziehen, sich in einen Teppich einwickeln, sich in ein Krokodil einnähen lassen oder auf einem Vogelstrauß einreiten? Für manche ist es Kleopatra, für andere die längste Praline der Welt und für wieder andere eine falsche Antwort. Ein gebildeter Mensch hätte sich dafür entschieden. Sie sollten sich in einen Teppich einwickeln. Kleiner Tipp für Ihren Abend mit Tommy, Kleopatra blieb nicht die ganze Zeit in dem Teppich drin. Dann wählen Sie mal eine... Eine traumhafte Wahl, denn jetzt heißt es Sekt oder Selters. Und hier das Thema dieser Sekt- oder Selters-Frage. Wenn die Körbe wirklich hochhängen. Okay, gut aufgepasst. Ich lese Ihnen jetzt 7 Namen vor und Sie sollen mir zu jedem Einzelnen sagen, handelt es sich dabei um einen Basketballstar aus der NBA oder um einen Astronauten. Wenn der Name, der auftaucht, der eines NBA-Stars ist, drücken Sie die 1. Ah, Sie kennen das Spielchen schon. Okay, 30 Sekunden haben Sie Zeit. Moment, wir stellen die Uhr. Und schon kann's losgehen. Gerald Carr, NBA-Star oder Astronaut. Charles Barkley. Leroy Cooper. Karl Malone. Neil Armstrong. Alan Shepard. Letzter Begriff. Scotty Pippen. 5 richtige. Damit kann man durchaus noch leben. So, und weiter geht's. Oh. Echt schön schimpft die Frage 5. Und diese Kategorie heißt Bart Simpson an die Macht. Und dafür gibt es 2000 Mark. Und hier ist die Frage. Angenommen, Homer Simpson wird Bundespräsident und sagt sich, Wahl hin, Wahl her, ich mach Bart zum Bundeskanzler. Wofür wäre das ein Beispiel? Für Darwinismus, für Botulismus, für Relativismus oder für Nepotismus? Und das ist falsch. Na, so schwer war's auch nicht. Sehen Sie mal. Für Nepotismus.
So nennt man das, wenn Politiker und Geschäftsleute, Verwandte oder Freunde auf gute Posten hieven. Barth als Bundeskanzler könnte allerdings recht unterhaltsam werden. Kategorie wählen, bitte. Jetzt bloß kein Schiss und kein Komplex. Wow, wow, bei Frage 6. Die Kategorie lautet diesmal mein Essen mit Bogey. Na, das könnte eine harte Nuss sein. 3000 Mark zahlen wir dafür. Okay, Sie sitzen mit Humphrey Bogart im Restaurant. Wenn der Malteser Falke aus dem gleichnamigen Bogart-Film durch ein Fenster gesegelt käme und in Ihrer Buchstabensuppe landen würde, was würden Sie dem Kellner sagen? Ober, da ist ein Spion in meiner Suppe. Ober, da ist ein Oldtimer in meiner Suppe. Ober, da ist ein Flugzeug in... Nein, da ist kein Spion in Ihrer Suppe und Sie kriegen auch Ihr Geld nicht zurück. Falls es Sie interessiert, hier die richtige Antwort. Der Malteser Falke war die Statue eines Vogels. Und wenn Ihnen sowas nicht mundet, essen Sie eben nur die Buchstaben. Eine Kategorie bitte! Wenn Sie... Aha, Sie kennen das Spielchen, was? Tja, hoffentlich sind Sie in Form. Hier unser Fingerzeig. Na, was bringt ihr denn da?